Frierschutz, natürlich. Du kannst nicht, weil hast schon. Außer Reichweite. Das ist sehr komisch. Gucken wir, was das E jetzt macht. Flächenschaden nach vorne. Für wenig. Trotzdem ist das sehr, sehr komisch. Dahin. Fehlt. OC. Aha. Mittlere Panzerung. Also den ersten Schuss kann er wohl immer irgendwie ausweichen. Danach anscheinend nicht mehr. Das heißt, du... Warum kannst du da nicht... Drücke. Kiste. So, lass hoffentlich genau da stehen. Kannst doch nichts mehr machen. Okay, guck nach da. Du gehst wieder weg. Guckst nach da, damit kein Flächenschaden. Guckst nach da. Irgendwas ist hier tierisch komisch, dass man nicht da an die Seite von dem Ding hin kann. Runde wenden. Warum tun wir das? Warum gehen wir nicht einfach dran vorbei? 7 Schaden. Doofes Ding. So. Du hattest einen Gefrierschutz, okay. Wir schießen mit der Pistole jetzt einmal auf dich drauf. Warum machst du deinen Schutz nicht benutzt? Okay, dann läufst du weg. Dann kommt der Nächste. Schießt auf dich rauf. Mit einem Flammenwerfer. Schießt auf dich rauf. Mit einer Pfeilpistole. Betäubungsschutz, okay, geht weg. Kommt der Nächste. Und schießt mit einer Schrotflinte in dein Gesicht. Also in dein Auge. Und wenden. Ja, Ovitch kriegt ihn auf den Deckel. Ist nicht schlimm. Genau, ist nämlich nicht viel. Das ist ein sehr skurriler Gegner. Schieß. Auf ihn. Geh weg. Geh ran. Feuer auf ihn. Feuerschutz. Okay. Also Feuerschutz, Eisschutz, Betäubungsschutz. Ich sehe ein Muster. Du... Gefrierschutz? Ja, hattest du auch schon. Okay. Aber Kugelschutz hast du nicht. Also schieß. Das mit dem Ausweichen passiert irgendwie auch nicht mehr. Genau, hau ihn. Dann hauen wir dich. Dann ist der Kampf auch gleich vorbei. Trotzdem sehr, sehr komisch. Schieß auf den. Jo, lauf weg. Du. Schieß auf den. 22. Und wenn Ovitch jetzt auch noch 22 macht, dann ist er tot. Also Ovitch, 22 Schaden. Mit Glück, ja. Töte den Heiland. Was für ein sinnloser Kampf. Ovitch, Trantin, sichern Sie das Gelände. Ich baue einen Comlink zum Hauptquartier auf. Die werden erfreut sein zu erfahren, dass wir das Labor gefunden haben. Weiß ich nicht. Sullivan hier. Geben Sie mir General Lamere, Code Alpha. Code bestätigt. Digitaler Stimmverzerrer aktiviert. Com-Sat-Verbindung nun gesichert. Sullivan? Na, da haben Sie sich aber Zeit gelassen, mein Junge. Wir hatten hier ein paar kleine Probleme, Sir. Was soll's? Ihr Bericht kann warten. Haben Sie das Labor gefunden? Jawohl, Sir. Ich speise Ihnen gerade die GPS-Koordinaten ein. Ausgezeichnet, mein Junge. Wusste schon immer, dass ich auf Sie zählen kann, wenn das Spiel auf der Kippe steht. Als Spiel würde ich das hier nicht bezeichnen, Sir. Verstehe. Halten Sie einfach die Stellung. Ich informiere das Evakuierungsteam. Over and out.
Moment mal. Es hört sich so an, als bleibt mal da, wir warten auf die GPS-Daten und dann kommen die Bomber. Da kennen wir noch was aus Russland, was da passiert ist, ne? Wir müssen einfach nur die Stellung halten. Da unten ist eine Kiste, die will ich haben. Danach können wir die Stellung halten. Oh, da ist noch eine Kiste. Stickstoffkanone, Uzi-Munition, Schrotmunition, Pflaster. Okay, Stickstoff behält er auch. Uzi-Munition nicht, Schrotmunition auch nicht. So, 36. Okay. Trantin kann ganz viel Dacker machen. Wie schaut's mit Pflastern aus? Da kannst du ein paar verteilen. Ja, alle haben was zum Heilen. Zurück. So, wie komme ich da runter? Diese Apparatur. Was in aller Welt ist das? Eine Lokomotive. Erinnert mich irgendwie an die Maschinerie, die wir damals in dieser Giftgasfabrik im Jemen entdeckt haben. Aber eigentlich habe ich keinen Schimmer. Irgendwie wundert mich das nicht, Ovitch. Wie meinen Sie das, Commander? Ach nichts, vergessen Sie's. Sieht aus, als hätten wir hier ein kleines Problem. Das leuchtende Ding da. Das Feuer, gebt ihm alles, was wir haben. Das wird der Endboss sein. Ja, Dämon, ich schätze ein infernalischer Tod im Kugelhagel. Ist genau dein Stil, oder? Okay. Wir haben Inkubus. Wir haben einen Einfrierer. Was? Wir haben zwei Inkubi und wir haben da hinten noch einen Einfrierer. Okay. Und du bist angeschlagen, weil wir dich nicht rechtzeitig geheilt haben. Du müsstest eigentlich brennen. Ich teste mal, wie viel Schaden er macht. 34, also mau. Du gehst mal zur Seite. Und guckst nach da, nur für den Fall, dass das Vieh da schießt. Ovitch, du versuchst mal, einen von denen da anzuzünden. Und guckst, was passiert. Flammenwerfer da. Und sie brennen. Schwere Panzerung. Brennen ist schon mal super. Dann kann er nämlich das gleiche machen. Stellt sich da hin. Zündet den an. So, Runde wenden. Und jetzt gucken wir, wie viel Schaden die machen mit ihren komischen Elektro-Tricks da. Wahrscheinlich viel. Hä? Was zur Hölle? Das sind Bomben, oder? Bin mir ziemlich sicher, dass Bomben sind. Wir sollten von den Bomben weg, denke ich mal. Du mach mal einen Rückzug nach da. Hau dem einmal in die Seite mit einer Axt. Okay,
gehe dann weiter. Du schießt den an. Für zu wenig Schaden. Gehst da um die Ecke. Und du musst dem da jetzt 12 Schadenspunkte zufügen und stehst damit zu nah an der Bombe dran. Aber du hast fast voll Leben, also klappt das schon hoffentlich irgendwie. So, 12 Schaden. Komm. Au. So, mal gucken, ob der Chef jetzt... Achso, du brennst noch und du auch. Ja, das ist gut. Mal gucken, ob der Chef jetzt stirbt, weil er den bei 4 Bomben rumsteht. Oder 4 leuchtende Dinger. Vielleicht sind es einfach nur Minen. Ah, sehr freaky. Vielleicht spielt er auch 4 gewinnt. Mit seinem Kumpel da. Das ist einfach nur komisch. Ich habe immer ein Gefühl, wir sollten die Leute da nicht machen lassen. Also lauf mal nach da unten. Guck in die Richtung. Und benutzt deinen super mega Blam-Energiestrahl. Dahin. Energieschutz! Was? Okay, Ovic. Benutzt dein mega super nicht energiebasierendes Ding. Oh, warte mal, Blitzschlag ist auch Energie, oder? Ovic. Erzeugt einen künstlichen Blitz, der alle Feinde in der Nähe verbrennt. Das ist keine Energie. Also, so gesehen ist alles Energie. Ja, ich weiß, aber ich hoffe mal, es ist kein Energieschaden. War es offensichtlich doch. Okay, läufst auch hinterher. Du läufst auch ungefähr in die Richtung. Zu beenden. Ah, die explodieren doch. Jetzt kriegt der Chef Schaden. 34. Okay. Es geht. Man muss sich nur ungefähr merken, wann welche Bälle wohin geworfen wurden und dann nicht in den umliegenden Feldern stehen. Das heißt, es wird jetzt einfach nur eine ganze Weile dauern, bis sie alle ihre Kugeln geworfen haben. Und dann rennen wir weiter auf sie zu und versuchen irgendwann mal wieder Schaden bei denen zu machen. Es war sehr gut, dass wir sie von vornherein angezündet haben. Dass während die jetzt hier rumhampeln und ihre Bällchen schmeißen, wenigstens Schaden reinkommt bei denen. Und der Reverend müsste eigentlich auch näher rankommen. Den können wir auch gleich angreifen. Also gleich, in Anführungszeichen, so ein, zwei Runden. Genau, du. So, du läufst weiter nach oben. Ich glaube, die Kugel da explodiert gleich. Du lauf dahin. Du... Warte mal. Wo wir gerade am Ressourcenverballern sind. Dich konnten wir nicht betäuben, oder? Gucken wir mal. Nö, ja, Betäubungsschutz. Mal wieder was dazu gelernt. So, du rennst ein. Und was machst du denn mal? Du benutzt mal Gift. Giftschutz. Ich habe den Verdacht, dass diese Inkubi alles Schutz haben. Kann ich mir vielleicht noch einbilden, aber ich denke mal, das sind wirklich super Elite-Soldaten, die hier erforscht wurden. Und die sind einfach super Elite. Außer, dass ihre Spezialattacke total doof ist. Die sollte man ein Gewehr in die Hand nehmen. Ja, sehr schön. Ich werde dich gleich mit dem Flammenwerfer grillen. Kannst ruhig deine Bällchen hinlegen, wo du willst.
So, die Bällchen bei Ovitch unten werden gleich explodieren. Die neuen Bällchen, die weiter oben liegen, erst übernächste Runde. Aber die sind so flink, das ist so nervig. Wir müssen jetzt, ich denke mal, bestimmt noch 6-7 Runden hinter den her. Oh oh. Das ist jetzt doof gewesen von mir. Trantin, hast du irgendwas, um Ovitch aufzutauen? Raketenwerfer zum Beispiel. Nee, ich glaube, das funktioniert so nicht. Geh mal dahin. Und schieß mal auf den Riverend Insect mit. Nee. Das ist jetzt sehr doof. Ovitch ist jetzt 3 Runden oder so außer Gefecht. Und das Viech könnte auch gleich Trantin auch noch einfrieren. Das ist nicht gut. Du geh dahin und zünd ihn an. Heiliges, reinigendes Feuer. Das dauert trotzdem noch eine ganze Weile. Okay, sub. Runde beenden. Ovitch kriegt Schaden. Was? Oh, okay. Ovitch kriegt nächste Runde Schaden. Chef ist weit genug weg von denen. 15 Feuerschaden, sehr gut. Und nervige Bälle, weil sie zu lange dauern, hingeworfen zu werden. Ja. Was machen wir nächste Runde mit ihm? Also ich denke, wir können ruhig ein bisschen Ressourcen verballern. Deswegen habe ich auch diese Energiegeschichte benutzt. So. Also denke ich mal, wir schießen jetzt mit Napalm auf den schon brennenden Inkubus. Also ja, er brennt schon, aber er hat den besten Tick schon weg. Also den ersten 15er Tick, den hat er schon durch. Das heißt, der nächste wäre nur 10. Und wenn wir jetzt mit Napalm rausschießen, kriegt er erstmal gut Schaden durch den Angriff selbst. Und er bekommt dann nochmal Schaden in der darauffolgenden Runde und die nächsten 3 oder so darauffolgenden Runden. Nochmal 15. Was warst du eigentlich? Eine Köderfalle? Hätten wir damit den Messia vielleicht wegködern können? Das wäre lustig. Ja, Napalmwerfer. 69 Lebenspunkte hast du noch. Oh, hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Ovitch ist der Gefecht. Du schießt weiter auf den, aber auf so einen Entfernung machst du fast gar keinen Schaden. Gewehr, geh mal näher ran, aber nicht so nah, dass du als Ziel genommen werden könntest und schieß auf den. 9 Schaden, komm schon. So, jetzt explodiert der Ball für Ovitch. Für 58 Schaden? Okay. Also sie sind garstiger, wenn man eingefroren ist? Oder warum hat Ovitch jetzt so viel mehr bekommen? Das ist komisch. Oh, da vielleicht werden die jede Runde stärker. Die Explosionen. Keine Ahnung. Genau, komm hier ran. Geh weiter weg, was? Also da wollen wir schon mal nicht hingehen. Da stehen irgendwie 3 oder so auf dem Haufen. Frier Ovitch wieder ein. Grummel. Du. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 39. Das ist zu viel. Und ich komme da nicht mehr durch? Nicht ernsthaft, oder? Ah, Kacke. Kann doch nicht mehr schräg schießen. Das ist jetzt ein Problem, weil ich habe mir selber den Weg versperrt. Das heißt, ich kann von hier aus dann auch nicht zu dem da laufen, wenn der da tot ist. Das heißt, du warst gegen Gift immun, du warst gegen Betäubung immun. Granate wirst du nicht so weit schmeißen können? Nö. Wir stellen uns hier hin, schmeißen ein. Komm schon. Das Gewehr kann da nicht hinschießen, wo er steht. Nö, absolut nicht.
Also wir müssen jetzt 3 Runden warten, bis das Feuer da aus ist. Oder ich schieße einfach nochmal mit dem verdammten Napalmwerfer. So. 2 Runden bist du tot, egal was du machst. Und hier sind wir sicher vor den komischen Kugeln da. Okay, Trantin. Du bist dran. 54 hast du noch. Könntest Ovid heilen. Könntest mal die Aufputschmittel an Ovid ausprobieren. Ich meine, weglaufen kann er ja nicht. Ich glaube, das mache ich. Nimm mal die Aufputschmittel. Da. Und jetzt auf Ovid. Ovid ist geheilt. Bisher keine Nebeneffekte. Okay. Holen wir hin. Help, help. Schaden, nächste Runde bist du tot. Wir müssen trotzdem diese Runde da stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Weil sonst erwischen uns die Bälle unter uns. Die explodieren nämlich nächste Runde. Und dann müssen wir übernächste Runde da weg, wo wir jetzt sind, was wir eh vorhaben. Sonst erwischen uns die Bälle, die gerade jetzt hingeschmissen wurden. Und was richtig lustig wäre, wenn die in den eigenen Bällen mal stehen bleiben würden. Oder man sie da betäubt oder was weiß ich. Was ja nicht geht. Ja, lauf weg, ist mir egal. So, der ist jetzt tot. Das weiß ich noch nicht. Die Kugel da wird gleich, wenn wir Endrunde drücken, explodieren. Ich weiß nicht, auf welchem Feld sie steht, also bleibe ich genau hier stehen. Das heißt, du nimmst einfach und du isst einfach was. Hier. Bitteschön. Ein Trantin. Du schießt mit dem Raketenwerfer auf den, aber du keinen Nerv mehr hast. Genau. Mach kaputt. Von den Wänden. Komm, untere Kugel explodiert auch noch. Oh, schade. Friendly Fire bei den Monstern würde ich echt mal wieder gerne sehen. Okay, Inkubus 1 ist tot. Reagiert Inkubus 2 da in irgendeiner Form drauf? Dass er irgendwie stärker wird oder so? Nö, er läuft nur sinnlos vor und zurück und schmeißt Bällchen. Ja. Du frierst wieder Ovid ein. Das kannst du machen, wie du lustig bist. Trantin wird dich nächste Runde umbringen. Und zwar nicht mit dem Raketenwerfer. Sondern mit der bloßen Faust. Nein, nicht mit Pflastern. Auch nicht mit der bloßen Faust, sondern mit der Uzi, weil er dafür viel zu viel Munition hat. So. Bye, bye. So, und jetzt läuft er da hoch, damit er irgendwann mal den da angreifen kann. Und du kannst jetzt doch hier oben lang, weil der Napalm weg ist. Sehr schön. Und du isst bitte noch eine Kleinigkeit. So, zu beenden. Bam, 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 Kugeln explodieren. Gott sei Dank werden jetzt nur noch 2 Kugeln pro Runde gelegt. Und warum ruckelt das gerade so komisch?